Willkommen zu The First Tree auf der Nintendo Switch. Dieses Spiel erzählt eine Geschichte. So haben das die Entwickler in der Produktbeschreibung versprochen. Erzählt eine Geschichte, welches einem zum Nachdenken bringt. Und mehr wollte ich dann auch gar nicht wissen. Ich wollte mich nicht spoilern. Ich habe dieses Spiel im Nintendo eShop für gerade mal 2,99 Euro gekauft. Es war wohl ein Angebot. Derzeit läuft auch nur ein paar Stunden. Und ich bin neugierig, ob diese Geschichte mich wirklich so fesseln wird und zum Nachdenken bringen wird. Wie versprochen. Wir drücken A, um zu beginnen. Ich gehe mal auf Option. Kommentarmodus, Untertitel. Untertitel machen wir mal an. Kommentarmodus mal nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das online ist. Hinterher werden wir gespoilert. Deshalb lasse ich das jetzt mal erstmal aus. Und ja, dann gehen wir mal auf neues Spiel und lassen uns überraschen. Mal sehen, wie die Ladezeiten hier sind. Ich habe ja gern solche Spiele, die vielleicht nur relativ kurz sind, mich aber emotional fesseln und binden. Und mal sehen, wie es hier beginnt. You awake? I thought I heard you get up. Yeah, I'm awake. Sorry, I just can't sleep. Are you thinking about him? Yeah, a bit. You should get back to sleep, my love. I'm fine. No, it's okay. What else is on your mind? I don't know. It seems weird, but I had one of the most vivid dreams of my life. I saw a fox on a snowy mountain, just looking confused and worried. Those eyes, I can't get those eyes out of my head. She was running in the windy snow, looking for something. Do you think it has to do with you and what's been going on? I don't know. It was just a dream, Rachel. They're not meant to make sense. A lot's happened the past couple days, that's all. Well, if you're not going to sleep anyway, you should tell me. I want to hear. All right. So, jetzt sind wir dran. Ich habe gar nicht geguckt nach der Steuerung gerade. Habe ich jetzt zu spät irgendwie gesehen. Zoom können wir auch, aber es funktioniert. Ah, da ist Zoom. Ah, da ist dran und da ist... Okay, und die Tasten sind gar nichts. Das ist Springen. Das war Rennen. Ich will mal gucken, ob hier hinten irgendwas ist. So, wir sind mal gespannt. Ich mag ja solche nachdenklichen, emotionalen Geschichten bei solchen Spielen. Man muss mir die auch nicht immer mit Worten erklären. Da nehme ich als gerne als Beispiel Journey. Ein fantastisches Spiel. Wer dies noch nicht gespielt hat, kann ich das nur wärmstens ans Herz legen, wenn ihr für solche Art von Spielen was übrig habt. Und ja, also ich sehe schon mal eine Karte oder so, habe ich schon mal nicht. Wo bin ich denn gestartet? Hier bin ich gestartet. Okay, dann weiß ich schon mal Bescheid. Dann gehen wir auch einfach jetzt mal geradeaus. Wir werden jetzt hier gar nicht so viel erkunden. Aber da oben ist doch was, oder? Ich weiß auch gar nicht, was ich in diesem Spiel machen muss. Außer, muss ich irgendwas suchen, damit ich irgendwie
irgendwas, ich sag mal, irgendwas Trigger an der Geschichte, damit es weitererzählt wird. Ich gehe mal hier hoch und schau mich mal hier um. Na gut, ich weiß gar nicht, ob ich hier auch Gegner bekomme oder auf Gegner treffe oder ob ich hier eine Energie leiste oder so. Habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe mich so wenig wie möglich hier spoilern lassen wollen. Ah, ich kann auch einen Doppelsprung machen. Welcher Fuchs kann das nicht? Ich habe eventuell so eine grobe Ahnung, in welcher Richtung sich diese Geschichte entwickeln könnte. Aber ich glaube, so weit abseits des Weges müsste ich gar nicht gehen, glaube ich. Aber ich denke mir immer, wenn Entwickler das doch programmiert haben, dann wäre es ja schade. Was haben wir denn hier? Warum sind meine Fußspuren auf einmal so leuchtend? Kann ich hier irgendwas machen? Kann ich hier irgendwas machen? Weil wenn ich hier in die Nähe gehe, dann verändert sich meine Spuren im Schnee. Vielleicht muss ich hier zoomen. Ich versuche mal hier ran zu zoomen. Ob er mir dann irgendwas anzeigt, was ich machen kann. Ne, irgendwie. Irgendwie nicht, aber irgendwas war ja hier. Ich zoome mal ein bisschen weg. Aber ich scheine hier nichts machen zu können. Wir bleiben mal so ein bisschen mit dieser Kamera so weit weg. Vielleicht sehen wir dann irgendwie was. Aber ich konnte jetzt auch nichts. Ne, hier geht's nicht weiter. Das ist eine unsichtbare Mauer. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, hier kann ich nichts machen. Ich habe jetzt alles gedrückt und versucht. Dann gehen wir jetzt einfach mal weiter. Unseren normalen Weg. Ich denke mal erstmal so Richtung Sonne. Aber wir gucken mal auf der linken Seite, ob wir da auch noch irgendwas finden. So, von da sind wir gekommen. Jetzt rennen wir mal da runter. Und schauen mal, was wir dort noch alles finden, obwohl ich im Gefühl habe, dass das, glaube ich, egal ist, was wir hier links und rechts machen. Da sehe ich aber noch irgendwas, so ein Zelt oder so. Aber ich sehe das ja nur, ich trigger ja nichts. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie ich hier vielleicht irgendwie was mit machen kann, ob ich damit interagieren kann. Hier wird es auch nicht weitergehen, vermute ich mal. Nee, da ist derselbe Abgrund wie eben und genau, da renne ich gegen eine unsichtbare Wand. Okay, wir haben jetzt hier links und rechts irgendwelche Sachen von den Menschen gefunden. Es scheint fast so, das sieht ja so sommerlich hier alles aus, dass hier mal viel, viel wärmer war, wo wir uns gerade befinden. Und nun hier die Kälte eingebrochen ist. Aus welchen Gründen auch immer, ob jetzt einfach nur Winter ist oder ob das andere Gründe hat, wir werden es vielleicht herausfinden. Wir werden jetzt hier einfach mal weitergehen.
Beziehungsweise, wir haben jetzt schon so, wir haben 10 Minuten auf Uhr. Wir werden jetzt die Aufnahme hier beenden. Beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer MyGamingWorld81.